Ja, ist schon klar. Ja, ich meine, dass die USA dort Kriegspartei sind, das ist ja nur offensichtlich, das sehen wir ja jeden Tag. Natürlich sind die Amerikaner Kriegspartei in diesem Konflikt. Ist Deutschland auch Kriegspartei? Ja, wenn wir weiter Waffen liefern, vor allen Dingen, wenn wir direkt Panzerlieferungen an die Ukraine liefern, dann kann es durchaus sein, dass wir Kriegspartei werden. Davor waren ja auch viele, davor waren im Übrigen auch die Amerikaner. Und deshalb finde ich es ja auch gut, in dem Punkt zumindest gut, dass der Bundeskanzler dort noch zögert. Was Sie direkt, sagen, ohne diesen Ringtausch Direktlieferung geben soll, das kann uns in der Tat zur Kriegspartei machen lassen. Und davor habe ich Angst, davor hat die Bevölkerung in Deutschland Angst, und das sollte wirklich gut überlegt sein. Es ist nicht unser Krieg.